So, jetzt hoffe ich, können wir hier weitermachen ohne weitere Probleme. Das ist jetzt alles wieder aufgebaut. Die Mauer fehlt noch, aber wir haben immerhin die Turrets schon mal hingestellt. Hier ist auch noch Fußboden, ne? Können wir hier auch noch rausnehmen. Und hier wird es hoffentlich irgendwann mal warm, 9 Grad. 9 Grad ist okay. So, die sind alle wieder auf unbegrenzt und die Tiere sind auch alle wieder auf. Aber vielleicht ist es keine schlechte Idee, die Hühner, also generell das Geflügel, auf Tiere innen zu stellen, damit die nicht draußen erfrieren. Okay, machen wir das so einfach so. Und siehste, und wenn die erstmal die ganzen Nokopilze hier gepflanzt haben, dann haben wir hier auch wieder Licht. Das einzig Blöde ist, Heiko, Zusammenbruch, warum? Weil ich Mauern bauen muss. Okay, bin nicht der beste Maurer hier, okay. Supi-dupi-Noko-Pilze, wie schön. Und auch nicht zu früh, weil draußen schneit's. Jede andere Anbaugeschichte ohne Dach und im Freien an der Luft, das wäre jetzt bei minus 5 Grad zum Scheitern verurteilt gewesen. Jetzt haben wir Dezember, okay. Das loyale Tier. Reitrostran, Frosch Gatra. Häuptling der Fraktion der Clan der Grube sucht nach einer sicheren Siedlung, in der man sich über einen Zeitraum von 24 Tagen um sein Haustier, einen Emu namens Digger, Emu kommt aus Hamburg wahrscheinlich, kümmern kann. Digger ist an Blutfäule erkrankt und muss täglich behandelt werden. Warum wollen die... Ja, und dann kommen 11 Berserker und 6 Krieger und 4 Büßer und wollen uns umbringen. Nein, danke. Wir haben selber, glaube ich, keine Medizin mehr übrig. Und Peters Mechanoiden wollen wir auch nicht haben hier. Peter und der Mechanoid. So. Oh, Kerstin hat eine Überdosierung. Oh nein, Kerstin hat das Kokain gegessen. Warum machst du das? Psychit, Flake... Drogenüberdosis. Rette Kerstin. Sonst schneidet sie uns ein. Blockiert durch Eiche. Ah. Ich habe das Ding hier falsch rum aufgebaut. Eine Boomratte wurde zahm. Boomratte auch gerade noch. Okay. Oh, das ist Kerstins Autoschrotflinte, ne?
Die dürfen wir nicht verkommen lassen. Die ist zu gut. So, dann machen wir mal, damit da nicht am Ende noch wieder was wächst, machen wir da Holzfußboden hin. Und hier am besten auch, ne? Ja. Medizinischer Notfall bei Chi. Wundinfektion, extreme Wundinfektion am Kopf. Also das heißt, so richtig doll amputieren können wir da auch nicht. Oh, noch mehr Truthähne. Haben wir noch irgendwas? Hier haben wir noch einen Truthahn, den wir zähmen können. Waschbären und Hasen. Puma, Waag, Geiß, Steinbock, Wildschwein. Wollen wir alles nicht. Okay. Es ist immerhin 10 Grad hier. Das ist doch schon mal was. Was ist das hier eigentlich? Tisch aus Sandstein. Haben wir eigentlich jemanden, der kocht hier, oder? Bench könnte noch. Carsten. Neues. Blockiert durch Marmor, ja, dachte ich mir das hier. Wie geht's, Kerstin? Schon wieder besser. Prothesenhändler. Okay. Handelsschiff ist in der Nähe eingetroffen. Habe ich überhaupt das Dings? Ja, habe ich. Habe ich überhaupt ein Trade Beacon? Weil ich glaube, wir brauchen Beine. Wir brauchen mehrere Lungen, glaube ich. Was? Warum nicht? Du brauchst einen Strom mit dem orbitale Handelsbarke. Ah! Okay. Orbitale Handelsbarke. Orbitale Handelsbarke. Hier sonst noch irgendwas? Wo wir Zeug rumliegen haben. Wir können hier noch eine hinbauen. Oh nein. So. Und das machen wir dann nämlich. Lager. Priorität. Niedrig.
Und dann brauchen wir hier noch Strom. Hat er nicht mehr? Cool. Das heißt, jetzt kann Kerstin handeln mit den Leuten hier. Stählerne Arm für 114. Das ist jetzt nicht so. Oh, was wir hier kaufen können, ist Meduzin. Die können wir gut gebrauchen. Fußprothese, Lungen gibt es hier aber nicht. Verbessertes Exoskeleton-Suit. Der ist aber zu teuer für uns. Aber bionischer Arm. Bionisches Kiefer. Ha! Können wir jemanden Beinprothese, wunderbar. Beinprothese. Zwei Stück. Wir haben hier leider keine. Vier Medizin und zwei Beinprothesen. Naja, dann können wir wenigstens Jefin wieder in vorderste Form bringen hier. Wo hat er denn die Zinn mit dem Orbitalen? Hat er nicht hier reingetan, oder? Da liegt auch noch einer. Okay, wo hat er die Beinprothesen hingetan? Wo sind die hingekommen, sag mal? Also hier schon mal nicht, hier auch nicht. Hier, okay. So, der trägt das, ich trage das und Kerstin trägt die Medizin. Und dann gucken wir mal, wem alles Beine fehlen. Aber Jefim ist, glaube ich, rechter Ringzeh. Linkes Bein, das komplette linke Bein fehlt, okay. Aufgabe Körperteil. Ach, machen wir dann, wenn das angekommen ist hier. Wo ist eigentlich unser Krankenzimmer? Haben wir überhaupt eins? Ich fürchte fast, wir haben gar keins. Dann sollten wir hier eins hinbauen, würde ich mal sagen. Sowas. Gefängnisausbruch, Woody und Chi. Sag mal, nimm Chefkoch gefangen und du nimmst den gefangen. Sowas. Schamanenhändler. Okay.
So, wo ist der Jefim? Holzbein. Okay, Aufgabe. Beinprothese implantieren, linkes Bein. Also das komplette linke Bein. Na ja. Machen wir das mal. Kein Material, toll. Und die Tiere hungern schon wieder. Sowas. Wo? Ach, da sind die. Okay, dann könnten wir hier vielleicht, vielleicht haben die ja auch noch Medizin. Ach ja. Vielleicht wollen die auch was kaufen von uns. Dein Unterhändler Kerstin kann aufgrund seiner niedrigen Gesundheit nicht richtig sprechen. Das wird Einfluss auf den Handelspreis haben. Dann sollen wir vielleicht jemand anders hinschicken, oder? Kerstin hat immer noch mit der Überdosierung zu schaffen hier. So, was wir da jetzt schon mal machen können, ist die ganzen blöden Esel zu verkaufen hier. Eselweibchen. Achso, die sind alle. Wir selber haben nur zwei. Okay. Wir können den Wolf verkaufen. Das würde uns. Dann müssen wir den nicht weiter ernähren, aber der ist leider ein Haustier von Carsten. Nee, Carsten erzieht den Wolf. Und meiner ist das. Interessant. Flake. Bevor hier Kerstin noch den Rest nimmt, verkaufen wir das mal. Brandgranate verkaufen wir auch. Tierbeeinflussende Psychosensor-Bedöns-Gedöns-Dings. Medizin können wir leider nur verkaufen. Da haben wir noch drei von. Und das ist zu wenig, um eine Implantation zu machen? Wie viel brauchen wir denn dafür, sag mal? Das ist ja schlimm. So. Ja, jetzt wird das nicht mehr blockiert hier. Sehr schön. Die Kolonisten versammeln sich, um das Ganze nur noch zu feiern. Mazel Tov. Bis auf. Die hat immer noch ihre gebrechlichen Rückenschmerzen. Und ist immer noch auf Entzug. Kann sich immer noch nicht bewegen. So was. Hier wird schon geheiratet, bevor der Fußboden noch verlegt ist. Wie der Teil so ist. Feuer! Oh, das war die Boomratte. Versteckt sich im Raum, Carsten. Dies geschah aufgrund von Carsten.
Warum, wie viel brauchen wir denn? Linkes Bein. Wir haben noch Beinprothesen, oder nicht? Beinprothese. Dann verstehe ich das nicht. Muss ich das verstehen? Ich glaube, ich muss das nicht verstehen. So, siehst du. Oh, an Unterernährung. Ja, das ist natürlich ungünstig, aber wir haben auch keine pflanzliche Nahrung mehr. Können wir mal gucken, ob hier in der Gegend noch irgendwas ist, was wir ernten können. Sieht ganz ehrlich nicht so aus. Was denn hier mit dem Fischen? Mir wurde versprochen, dass man fischen könnte. Muss doch wenn hier bei Produktion sein. Was wir machen können, ist hier so ein Ding hinstellen. So ein grünes Grützding. Damit die schick immer was zu essen kriegen hier. Also, Mikro, du bist leider im Weg hier. So. Das müssen wir mal anders machen. So. Okay. Ratte hat eine Fressattacke. Darum kocht keiner, weil die alle Pemmican machen sollen. Und das können wir gar nicht machen, weil dazu brauchen wir pflanzliche. Jetzt ist schon wieder ein Tier getötet. Ja, so ist das im Winter. Da gehen einem die ganzen Tiere tot. Und leider ist auch noch nicht wirklich. Sind die Pilze auch noch nicht wirklich fertig hier. Warum kocht keiner? Aufgrund der fehlenden aufrechterhaltenden Trainings hat die Rentierkuh vergessen, wie man angreift. Nein, nicht Trudi. Ah. Aber das sollte zumindest genug. Aber hier ist auch nichts. Hier ist nur Fleisch drin. Oh, das ist doch hier, ja, wie sagt man? Hätte ich mal doch die Esel verkauft und dann den Wolf und den ganzen Kram. Ja. Nahrungsmittelvergiftung von Hühnerfleisch. Trut am Vier kann wieder laufen. Ratte, Carsten hat ein Nahrungsmittel.
Hasenfleisch. Warum esst ihr auch Hasen? Ihr könnt da doch, hier ist eine Küche. Warum macht ihr das nicht? Ja. Mann! Oh, Carsten braucht ein Auge. Ah ne, das ist Nussi. Wir brauchen, mal gucken, wir brauchen eine Lunge. Eine Lunge und einen Fuß. Zwei Lungen und einen Fuß. Zwei Lunge, einen Fuß und ein linkes Ohr. Und ein Auge. Permanenter Bruch und eine Wirbelsäule für Bench. Autschen. Und noch eine Lunge, also drei Lungen, zwei Füße, eine Wirbelsäule, ein Ohr und ein Auge. Nuno ist unverletzt. Carsten fehlt ein Mittelzeh, also drei Füße, vier Lungen, zwölf Augen, sechs Ohren. Permanente Schussverletzung am rechten Auge. Noch ein Auge und noch ein Arm. Und die braucht komplett einen komplett neuen Oberkörper. Und eine Wirbelsäule. Also am besten so ein Exoskelett oder sowas. Okay, da haben wir ja was vor. Und mal gucken, wie viele Tiere uns noch eingehen. Das ist alles nicht mehr schön. Vor allen Dingen frage ich mich, warum die Hühner eingehen, wenn sie hier doch sogar von den Pflanzen essen könnten. Ja, schauen wir mal, wie das dann beim nächsten Mal aussieht. Jetzt haben wir auch schon wieder mehr oder weniger so einen natürlichen Endpunkt erreicht hier. Ich glaube, dass uns die ganzen Tiere eingehen und dass uns die Nahrung ausgeht, war klar, war irgendwie hier war das Ereignis dieser Folge, dieses Abends, hätte ich beinahe gesagt. Aber bei euch ist wahrscheinlich kein Abend, wenn ihr das seht. Und wenn doch, dann was ist denn nun wieder los? Ja, dann schauen wir mal. Gut, dann bleibt mir nichts mehr übrig, als euch einen schönen Abend zu wünschen und euch zu bitten, dass ihr ein Thumbs Up gibt an diesem Video und vielleicht einen Kommentar schreibt und beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es dann auch wieder heißt Statt Filmabend. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.